Ja, die zwei Gegentore haben mir natürlich nicht gefallen. Was beim Elfmeterschießen passiert, ist klar, dass du da den einen oder anderen reinbekommst, aber ja, ein Elfmeterschießen, da kommt es natürlich immer auch auf ein bisschen Glück an und auf den Schützen und den Torwart. Wir sind ja noch in der Vorbereitung. Es passt noch nicht alles, aber ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit und bis dahin werde ich auch wieder der Alte sein. Ja klar, ich weiß ja, was außen passiert, aber wichtig ist, was wir am Platz zeigen und dass wir als Mannschaft zusammenhalten und das andere, damit beschäftige ich mich nicht. Ja, natürlich ist es eine neue Situation für ihn auch. Er ist im ganz neuen Verein, mit einem neuen Trainer, mit neuen Mannschaftskameraden auch. Dass das eine Umstellung ist für ihn, ist ja ganz normal. Aber er ist ein Weltklasse-Torhüter und das wird er zeigen. Ja, noch nicht da, wo wir hinwollen. Das ist außer Frage. Aber die ersten zwei Wochen Training haben wir auch genutzt, um konditionell wieder auf die Höhe zu kommen. Und jetzt kommt das Taktische natürlich dazu. Man hat noch gesehen, dass es an einigen Stellen hakt. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und das wird man dann zum Bundesliga-Start sehen. Ja, natürlich will man seine Spiele immer gewinnen und ich denke, dass die Mannschaft, die heute auf dem Rasen gestanden hat, das ist, ja, über weite Strecken gut gemacht hat. Nein, insgesamt hat die Mannschaft ja, von Anfang an sehr konzentriert gespielt und ja, mit sehr viel Esprit und Einsatz und Leidenschaft und das hat mir gut gefallen. Man hat deutlich gesehen, dass es dieses Jahr keinen Selbstläufer geben wird, vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie sich Borussia Dortmund wieder präsentiert hat. Das war beeindruckend. Also sie knüpfen genau daran, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Also die Meisterschaft wird ein sehr spannendes Rennen.